Basketball verbindet. Nach diesem Motto leben über 100 Vereine am Osterwochenende beim International Easter Cup. Organisiert von Berliner und Brandenburger Basketballvereinen im Herzen der Hauptstadt in Moabit. Die Atmosphäre ist toll, die Menschen sind nett, die Kinder haben Spaß und können sich mit anderen Kindern aus anderen Ländern austauschen. Es ist eine tolle Erfahrung und das liegt vor allem an den Menschen. Innerhalb von 5 Tagen werden hier in 8 Hallen über 250 Partien ausgetragen, egal ob klein oder groß. Von U10 bis in den Erwachsenenbereich können alle mitspielen, auch in gemischten Teams. Das bringt nicht nur Spiel, Spaß, Sport und Spannung mit sich, sondern auch ganz viele neue Erfahrungen. Immerhin ist es für manche das erste internationale Turnier. Stärkt jedes Mal den Zusammenhalt und die Kinder haben immer gute Geschichten, haben immer eine gute Zeit. Alle wollen nach Berlin, denn der International Easter Cup ist eines der Top-Turniere in ganz Deutschland. Der Wettbewerb ist so beliebt, dass sich neben vielen Teams aus Deutschland auch Mannschaften aus Belgien, Dänemark und den Niederlanden in Moabit finden lassen. Es ist toll, gegen andere Teams aus anderen Ländern zu spielen, diese Erfahrung zu haben und daraus zu lernen. Das macht es aus. Jeweils 4x8 Minuten lang treffen die Mannschaften im direkten Vergleich aufeinander. Egal ob Sieg oder Niederlage, am Ende des Tages geht es um den Spaß am Sport. Es macht Spaß, Gegenden kennenzulernen und ja, wir wollen halt auch neue Leute kennenlernen und auch halt weiter lernen. Ja, einfach die Competition und sich verbessern. Schließlich geht es um die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen und so hat auch der internationale Rollstuhl Easter Cup eine große Wirkung. Zum einen ist der sportliche Zusammenhalt bemerkenswert, weil es hier keine Vorbehalte gibt. Andererseits auch die große Kraft des Rollstuhlbasketballs, sich auf dem Boden fortzubewegen und den Korb zu treffen. Respekt ist ein wesentlicher Bestandteil auf diesem Turnier, in unseren Trainingseinheiten alles. Das ist das Wichtigste. Egal wo du herkommst, egal was du durchlebt hast, respektiere den anderen. Und ich glaube, das ist so das Schlagwort schlechthin, was wir halt vermitteln wollen. Unterschiedliche Sprachen, Kultur oder Geschlechter, Basketball bringt Kinder und Jugendliche in Moabits Straßen während der Osterfeiertage zusammen. Getreu dem Motto, Basketball verbindet.